Was passiert gerade mit dem US-Dollar? Was hat ihn kürzlich nach unten gedrückt? Simon Smith aus der FX Pro wird mir heute mehr verraten. Simon, erklär mir bitte, was gerade in der amerikanischen Wirtschaft vorgeht. Ich bin etwas verwirrt. Das Konsumvertrauen ist gering, während die Arbeitslosigkeit sich auf einem Minimalwert befindet. Ein starker US-Dollar müsste doch den US-Import anregen. Warum lässt das Konsumvertrauen zu wünschen übrig? Wie wir alle wissen, ist das reelle Einkommen der USA und anderer Industrieländer noch nicht hoch genug. Die Beschäftigtendaten demonstrieren positive Werte, aber erst seit einigen Monaten. Die gesunkenen Energieträgerpreise hätten den Konsum ankurbeln müssen. Ich denke, dass der wahre Grund für ein schwaches Konsumvertrauen das Einkommen ist. Der amerikanische Beschäftigtenmarkt demonstriert bessere Daten als jedes andere Land. Das Beschäftigtenniveau stellt sich allmählich wieder her. Das Einkommen ist das einzige Problem hier. Pre-cycle peak in employment, but yeah, I think it's the wages side of the really dragging down on the confidence. So what about the inflation? Nun zur Inflation. Das Inflationsbild sieht aufgrund der Energiepreise recht interessant aus. Amerika ist ein solider Energieproduzent, vor allem wegen der Schiefergasrevolution. Fördern die geringen Energiepreise die amerikanische Wirtschaft? Die Medaille der Energiepreise hat zwei Seiten. Bei zu geringen Preisen kommt ein Deflationsrisiko auf. Ich persönlich sehe hier aber kein Problem. Das Problem bezüglich der amerikanischen Energierevolution basiert auf den Erwartungen bezüglich hoher Ölpreise, die im Endeffekt enttäuscht wurden. Amerika hat dadurch zusätzliche Probleme bekommen. Das Land will energetisch von niemandem abhängig sein. Der Ölpreisabstieg hat den Beschäftigtenmarkt negativ beeinflusst. And that's one of the issues we've seen in terms of where the shale revolution is. Certainly the US wants to become more energy dependent, and that's great. But the oil price has naturally scuppered that. And there's certain pockets where that has impacted on the employment situation, but it's much more sort of regional than on the global numbers. Die Benzinpreise sind kleiner geworden, was die Konsumstimmung aber nicht verbessert hat. Muss man diesbezüglich vielleicht einfach mehr Geduld haben? Der Einfluss der Benzinpreise ist Amerika ausgeprägter gewesen als in Europa oder in Großbritannien zum Beispiel. Die amerikanischen Steuern sind sehr viel geringer als die europäischen. Im ersten Quartal hatten wir den negativen Einfluss sinkender Ölpreise in Amerika gesehen. Jedoch weist das amerikanische erste Quartal jedes Jahr schwache Daten auf. In terms of confidence, but also what the impact that's had on growth, and especially in the first quarter, which was weak for a number of reasons. But that's actually been something we've seen the last few years. Sort of weak first quarter has been more the rule than the exception. We've got the Fed minutes this week. Und wie ist Janet Yellen bezüglich der aktuellen Situation gestimmt? Well, I think the general feeling is that die Fed möchte eine Leitzinserhöhung keinesfalls zu früh einführen. Man will sicher sein, dass die wirtschaftliche Wiederherstellung stabil ist. Das Einkommen muss größer werden und das Deflationsrisiko muss minimal sein. Die Fondsmärkte sind ruhiger geworden. Man hat eine etwaige Preisreversion bei den Staatsobligationen fixiert, deren Rentabilität aber steigt. Die Sorgen bezüglich eines geringen Leitzinsens werden immer kleiner. Die Fed bereitet die Märkte gerade aktiv auf eine Leitzinserhöhung vor. Die Zentralbank möchte zu 200% sicher sein, dass dieser Schritt richtig ist. Wir haben bereits gesehen, wie einige Banken den Leitzins angehoben hatten und später den Leitzins wieder senken mussten, weil dieser Schritt zu früh gewesen ist. You know, always caused problems in history with Japan, with the ECB in recent years, in the US in the 30s as well, when you've central bankers put rates up and then suddenly within sort of a very short space of time has had to reverse it. It makes their policy levers much more weak.
Nun zum US-Dollar. Die fundamentalen Daten sind recht stark. Die Märkte rechnen aber mit einem etwaigen Abstieg. Was sagen Sie dazu? Zu Jahresende von 2014 hat sich der US-Dollar-Index um 11% vergrößert. Circa 70% dieses Anstieges wurden bereits gedeckt. Die Märkte hatten mit weniger gerechnet. Das ist immer so bei den Währungen. Sobald sie einen Trend erkennen, kehrt er in die entgegengesetzte Richtung wieder um. Und das ist mit dem US-Dollar auch passiert. Wir hatten hier einen noch unerkannten Trend, der in der Juni-Mitte begonnen hatte und bis Anfang August andauerte. Die Europäische Zentralbank hatte damals von einer quantitativen Lockerung gesprochen und die Fed dachte damals über eine eventuelle Leitzinserhöhung erst nach. Währungen sind sehr unsicher. Ich finde, dass dieses Jahr recht uneindeutig sein wird. Amerika wartet mit einer Leitzinserhöhung noch ab. Eine Leitzinserhöhung wird frühestens zu Jahresende passieren. Den US-Dollar wird dieses Ereignis nach oben drücken. Die europäische quantitative Lockerung ist die andere Seite der Medaille. Während April-Mitte hat sich der Euro als die Währung erwiesen, die die eigene Position bezüglich des US-Dollars am stärksten halten konnte. Der US-Dollar hat sich in diesem Jahr natürlich wieder aufgerichtet. Diese Währung steigt nicht, weil der wirtschaftliche Faktor schwach bleibt. Das europäische quantitative Lockerungsprogramm zeigt erste Resultate. Und falls sich dieses Programm als erfolgreich erweisen sollte, so wird man die Leitzinsprognosen sowie die Inflationsprognosen Europas verändern, was die Rentabilität der europäischen Staatsobligationen erhöhen wird. Die europäischen Fonds sind eine Art Erfolgsindikator des quantitativen Lockerungsprogrammes. Recover this year, but I don't see a massive recovery just because I think the dynamics aren't going to, you know, favor another aggressive push higher. And what we're seeing in Europe, the impact of QE, and that's the thing about QE. Yes, you think it's going to the buying bonds is going to push down yields, but actually, if QE starts to be successful, then the impact of that is actually changing interest rate expectations, changing inflation expectations, which pushes bond yields higher. So the ECB can also view what's happening with European bonds as, in part, a sign of the success of QE policy. Simon, ich bedanke mich für diesen Beitrag. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Bleiben Sie dran, alles Gute und bis bald.